Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ja, ich kündige mal wieder ein paar Live-Tastings an. Diesmal, ja, ein paar Live-Tastings. Ja, es werden nicht normale Live-Tastings, sondern es werden Mini-Live-Tastings. Und das heißt, wir werden dort nicht so eine riesige Brennerei-Vorstellung machen und riesige Hintergrund und 1,5 Stunden, sondern es sollen eher so kleinere Live-Tastings werden, wo wir einfach so sagen, oh, lass uns zusammen einfach mal ein bisschen Whisky trinken und einfach ein bisschen auch sich unterhalten. Der Chat ist auch immer sehr schön und es dient auch ein bisschen als Leuchtfeuer für alle Leute, die dann hinkommen und sich gegenseitig dann dort unterhalten. Und das wollen wir so ein bisschen fördern, dass die Leute so zusammenkommen und eben nicht zusammenkommen, um ein paar Viren auszutauschen, sondern virtuell zusammenkommen. Ja, und wir haben uns gedacht, wir machen das einfach jetzt ein paar Mal öfters, weil ja, die Leute doch irgendwie unter dem Hashtag wir bleiben zu Hause auch ein wenig leiden, weil es ist doch irgendwie ein bisschen ekelhaft, dass man so wenig Sozialkontakte hat. Man darf ja raus in die Natur gehen, ist ja schön, mal spazieren gehen, aber die Sozialkontakte im Supermarkt sind doch irgendwie angespannt und dann kriegt man noch eins auf die Nase, wenn man die letzte Klopapierpackung genommen hat oder so. Ja, ist doch schön, wenn man sich da ein bisschen ein paar Leute mal zu einem kleinen Whisky-Tasting trifft. Ja, genug gesagt, es werden kleine Live-Tastings, bei denen wir jeweils 2 Whiskys probieren. Vielleicht werden wir später nochmal auch Live-Tastings machen. Kann auch mal sein, dass wir nur einen probieren. Da wird es halt ein bisschen mehr Unterhaltung geben und vielleicht auch ein bisschen mehr Background. Wir fangen an am 2.4. um 19 Uhr. Das ist ein Donnerstag, ja, während der Woche. Und dort werden wir Lafroig 10 und Quarter Cask probieren. Ab dann immer jeden Donnerstag 19 Uhr. Der nächste ist dann 7 Tage später. 2 plus 7 ist 9 und da probieren wir dann den 12-jährigen Glenmorangie und den Port. Und dann nochmal 7 Tage danach, am 16. haben wir dann den Ardmore Legacy und den Ardmore Portwood. Wir haben extra hier so ein paar Flaschen gewählt, die doch sehr gängig sind, damit auch Leute mitmachen, die es vielleicht jetzt nicht sich extra für 100 Euro hier Flaschen kaufen für dieses Tasting, sondern vielleicht schon eine oder andere Flasche auch schon daheim haben und einfach so mal mitprobieren können. Gut, schaut einfach mal rein. Die Live-Events werden immer so eine Woche vorher auf YouTube angekündigt. Die kriegt man dann in seiner Abo-Box und kann sich eine Erinnerung setzen. Oder macht euch einfach selber einen Termin in euren Kalender rein und schaut zu dem Tag auf whisky.de/live vorbei. Wer irgendwie das gerne nochmal schriftlich alles hätte, der kann sich es auch nochmal auf whisky.de/live. Glaube ich, gibt es in der rechten Spalte mittlerweile so einen kleinen, ja, Mini-Kalender im Grunde, so eine kleine Listenkalender, wann denn Live-Tasting stattfinden wird. Denn es gibt ja auch noch das AMA-Live-Tasting. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kommt dieses Video, nachdem das AMA-Live-Tasting schon gelaufen ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum Live-Tasting.